Hallo und willkommen beim Kochen mit. Und heute, ich habe zwei Gäste. Wir haben Nicole und wir haben Katrin. Die beiden nette Mädels sind von S-Werkstatt. Das ist eine Kochschule und die sind Spezialisten wegen veganes Essen. Mein Grund, warum ich die beiden hier eingeladen habe, mit mir zum Kochen, ist, viele von meinen Kunden sind Veganer und viele haben mich gefragt, was für Gemüse zu nutzen, wie man dann ein veganes Curry zum Kochen kann und wie das mit Veganes hier rumgehen kann. Mein Problem ist, ich bin kein Expert von veganes Essen, deshalb habe ich die beiden hier. Und heute, wir werden drei verschiedene Currys kochen. Die drei sind Rogan Josh, ist ein leckeres, rundlicher Geschmack. Wir haben Madras, das ist was Pikantes und kann auch scharf sein. Und die dritte ist ein Chicuti. Ein Chicuti ist ein kokosartiges Curry. Sehr lecker. Hallo, das ist Katrin. Und das ist Nicole. Und zusammen sind wir die S-Werkstatt. Wir veranstalten vegane Kochlernpartys bei euch zu Hause in eurer Küche. Und heute kochen wir von und mit Neil ein British Indian Curry, und zwar Rogan Josh Masala. So, wir benutzen jetzt natürlich geschnittene Zwiebeln, ganz zum Anfang. Aber erstmal erklärt euch Nicole, welchen Fleischersatz wir heute für euch ausgesucht haben. Genau. Das Rogan Josh Masala ist ein sehr kräftiges, gewürziges Curry. Und darum haben wir dafür ausgewählt als Fleischersatz Schweinefleisch. Der Fleischersatz besteht aus Sojaeiweiß. Und wie man hier sieht, sind das so Stückchen. Nicole zeigt jetzt gleich mal eben, wie wir das anbraten. Natürlich mit ein bisschen Öl. Ne? Wir haben hier ein Bratöl. Ich würde sagen, 1 bis 2 Esslöffel Öl. Genau, hier haben wir, wenn das heiß ist, kommt das gleich rein, nachdem wir die Zwiebeln da reingegeben haben. Das könnt ihr natürlich von der Menge her abschätzen, von den Zwiebeln, wie ihr gerne die Intensität der Zwiebel im Gericht haben möchtet. Entweder ihr gebt da eine ganze Zwiebel rein oder eine halbe Zwiebel. Ich habe jetzt eine halbe Zwiebel dafür genutzt. Von den Portionen ist das Curry zusammengemischt für 2 Personen. Und auch die Soße, die wir danach reingeben, immer für 2 Personen. Könnt ihr natürlich auch in größerer Menge euch frisch mischen lassen. Ich schneide mal ein paar Lauchzwiebeln klein. Die werden nicht mit angebraten, sondern die kommen einfach dann als Deko oben drüber. Nur wir haben jetzt ein bisschen Zeit, bis genau. Die Zwiebeln anbraten. Und dann kann ich das schon mal vorbereiten. Das könnt ihr natürlich auch so machen, damit ihr keinen Leerlauf habt in der Küche. Und man braucht es nicht alles vorher machen, ne? Sondern währenddessen es brät, die Finger dran lassen, sonst ist es nicht mehr vegan. Die Zwiebeln sind jetzt glasig und darum tue ich jetzt den Fleischersatz dazu. Hier sind 300 Gramm drin. Ich würde mal sagen, die Hälfte des Beutels reicht. Es gibt viele vegane Fleischersatzprodukte. Hier zu diesem sehr kräftigen Curry könnt ihr auch Entenbrustfilet zum Beispiel in der veganen Version dazu tun. Das würde auch sehr gut passen. Alles, was so ein bisschen kräftiger ist, passt hervorragend zu dieser Gewürzmischung. Ich schnippel währenddessen auch schon mal die Aubergine. Wir haben natürlich nicht nur einen Fleischersatz beim Curry, sondern ein Hauptteil, was ja für uns Veganer auch sehr wichtig ist, ist das Gemüse. Und wir haben hierfür ausprobiert und getestet, dass Aubergine als auch kräftiges Gemüse sehr, sehr gut dazu passt. Ihr könnt natürlich auch das Curry ohne Fleischersatz benutzen, ne? Die ist jetzt auch vielleicht für die Haushalte, wo eine Person vegan ist und der andere doch nicht auf sein Fleisch verzichten kann, dem könnt ihr dann ja mal das Pseudo-Fleisch unterjubeln. die meisten merken es überhaupt nicht, dass es kein richtiges
Fleisch vom Tier ist, sondern die können dann tierleidfrei das leckere Curry genießen von Nil. Und als Gemüsebeilage oder generell als Gemüsecurry könnt ihr auch sehr, sehr gut zu diesem kräftigen Curry alle Sorten an Bohnen benutzen, ob schwarze Bohnen, ob rote Bohnen, Kidneybohnen, weiße Bohnen oder auch Kichererbsen passen sehr gut dazu. Und auch, was ein sehr, sehr schönes, deftiges Curry ist, mit Kohl zum Beispiel, also auch Weißkohl dann nachher halt andünsten als Gemüse, passt sehr gut. Oder auch alle Sorten, die ich gerade genannt habe, über Bohnen, Auberginen, Kohl, zusammen anrichten, das Curry und den Fleischersatz zum Beispiel auch einfach weglassen, ne? Für die, die das gar nicht mögen und ein reines Gemüsegericht bevorzugen. So, ich schnippel jetzt einfach die Auberginen klein. Die könnt ihr euch natürlich schnippeln, wie ihr das möchtet. Ob ihr das in dieser Größe möchtet oder als feine Streifen oder mit einer Maschine oder wie auch immer. Also das bleibt jedem von euch überlassen. Auch wie ihr es halt gerne auf dem Teller angerichtet haben möchtet. Könnt ihr machen, wie ihr dazu gerade Lust habt. Genau, das Gute am Fleischersatz ist, das muss nicht mehr gar werden. Das heißt, ich muss das jetzt nicht erst eine Viertelstunde anbraten, bis es nicht mehr roh ist von innen oder so. Ihr bratet es einfach so lange an, wie ihr es mögt, vom Bräunungsgrad. Dafür sind sie getan, gemacht. Ich gebe mal den Rest zu, damit Nicole alles nicht so viel zu tun hat. Zu viel, oder? Nö. Okay. Gemüse ist nie zu viel. Oder? Okay. Nein, eigentlich nicht. Also von daher kann man nie genug Gemüse auf dem Teller haben. Das ist immer sehr lecker. Genau. So. Also es riecht schon gut. Könnt ihr ja leider nicht riechen, aber das dürft ihr dann ja in eurer Küche ausprobieren, ne? Okay, und nun bin ich dran. Jetzt werde ich den Reis kochen für diese drei Gerichte. Für die drei Gerichte braucht man Öl. Ich würde vorschlagen, ein Esslöffel drin. Und erhitzen lassen. Und dann werden wir den Reis ein bisschen anbraten. Mit dem Öl heiß, man kann den Reis einkippen. Und dann leicht einbraten für ein paar Minuten. Aber pass mal auf, dass es nicht anbrennt, sonst wird das nicht so gut schmecken. Von Reis und Wasser, diesen Ratio, würde ich vorschlagen. Zum Beispiel, ich habe meine Tasse hier. Ich nutze das voll als einmal Reis. Und dann zwei Tassen wegen Wasser. So, ich habe meinen Reis drin. Es brachte sich wunderschön für ein paar Minuten. Jetzt werde ich das Wasser rein. Einmal schnell umrühren. Ein bisschen Salz dazu. Und dann sitzen lassen. Der Grund, warum man das sitzen lässt, ist, je mehr das man umrührt, je mehr Stärke rauskommt. Und wenn mehr Stärke rauskommt, je mehr klumpig der Reis gehen wird. Wir haben diesen Reis im Wasser nicht sitzen lassen. Normalerweise kann man das auch machen. Das hilft dann, diese Stärke rauszubringen. Aber wir machen diesen Art, braten, kochen und das ist dann fertig. Wenn der Reis kocht, es muss dann langsam simmern. Nicht brühlen, aber langsam simmern. So, mein Koch langsam. Ich werde das nur einmal ganz leicht umrühren. Aufpassen, dass nichts auf dem Boden klebt. Und dann Deckel zu. Und das Reis ist jetzt fast gekocht. Das Wasser ist weg. Was ich vorschlage ist, Hitze aus. Und dann einmal leicht umrühren. Und diesen leckeren Reis ist bereit zum Bedienen. Und jetzt brauche ich die Gewürze.
Die Aubergine ist angebraten. Ich habe was zu tun. Das heißt, die frisch abgepackten Gewürze, die Nele hier nach euren Wünschen, also nach, er hat 17 verschiedene, genau, Curry-Mischungen, wo er euch dann halt auch gut beraten kann, was jetzt mild ist, scharf ist und so weiter. Ist darum immer ganz schön und auch ganz wichtig für die Röstaromen. Die Geschmäcker kommen so besser raus. Gerade auch, weil hier ja sehr viele unterschiedliche Gewürze zusammenkommen. Hier ist zum Beispiel eine Zimtstange mit dabei und so weiter. Und wenn man das so ein bisschen anröstet, schmeckt es halt ein bisschen intensiver und auch einfach lecker, besser. Genau. So, die Gewürze werden hier jetzt kurz angeröstet. Und Katrin kann, glaube ich, schon die Soße aufschneiden. Okay. Die Soße ist immer gleich vom Geschmack. Ist relativ geschmacksneutral. Hier lässt die Soße in der JVA hier in Bremen kochen. Also auch immer frisch. Das heißt, die ist circa 2 Wochen haltbar, wenn ihr die Currys kauft oder auch bestellt. Und wenn ihr, könnt es natürlich auch Vorrat kaufen. Hat Nil ja nichts dagegen. Einfrieren? Dann einfach, genau, einfrieren. Ne? Einfrieren und dann, wenn ihr es braucht, zack, habt ihr was da, ihr kriegt Besuch und wow, ihr könnt gleich einen Curry machen. Ja. Ne? Und ja, das darf ich jetzt rausgeben. Du darfst jetzt die Soße dazu tun? Die Soße dazu tun. Also ganz einfach, aber ganz frisch. So, jetzt rühren wir es noch ein bisschen um. Auch noch zur Information, ihr kriegt bei Nil zu den Packungen auch immer ein bisschen Schärfe noch dazu. Das heißt, wer das Curry noch schärfer möchte, also ich finde sie schon sehr, sehr gut gewürzt, ja, und scharf, ich auch. kann sie aber natürlich nachschärfen. Also es gibt ja auch diese verschiedenen Stufen zwischen Mittel, Medium, das ist, glaube ich, Mittel, ja, und glaub, ganz scharf. Geht, ne? Bis sehr, also sehr scharf. Sehr, sehr scharf, bis dass ihr Schweißausbrüche kriegt, die ja auch gut sind für die Verdauung, wer das gerne haben möchte. Also da gibt es immer so kleine Beutelchen dazu und dann könnt ihr euch das nachwürzen. Ne? So, ich habe das hier jetzt einmal alles so ein bisschen verrührt, dass alle Gewürze auch mit der Flüssigkeit jetzt bedeckt sind. Und jetzt machen wir den Deckel drauf, wenn ich ihn finde. Da ist er. Genau, und lassen das so ein bisschen vor sich hin köcheln. Gerne könnt ihr auch ein bisschen Wasser dazu tun, wenn es zu dickflüssig ist. So, Esswürdigkeit, wie funktioniert das? Wie würden wir dann miteinander umgehen? Ja, also ganz einfach, ihr besucht unseren Blog die oder auf Facebook unsere Seite. Die Daten seht ihr alle am Ende vom Video. Und ihr tretet in Kontakt mit uns, wir buchen einen Termin bei euch in eurer Küche. Das heißt, ihr braucht keine besondere Ausstattung in eurer Küche haben. Wir möchten euch gerne zeigen, wie man mit den vorhandenen Kochgeräten zu Hause mit Topf, Herd, Pfanne, Brett, Messer, Pfanne, eventuell einen Mixer, wenn man für den Nachtisch eine Sahne aufschlagen möchte oder wenn ihr euch ausgewählt habt, Brotaufstriche selbst zuzubereiten, dann braucht man halt einen Pürierstab. Wenn ihr das nicht habt, da besprechen wir, das sprechen wir ja ab, dann können wir natürlich auch sowas mitbringen. Also es bedarf jetzt keiner hochwertigen, besonderen Küchenausstattung. Genau. Und die Zutaten bringen wir natürlich alle mit. Wir haben eine Auswahl von 3 unterschiedlichen 3-Gänge-Menüs. Da sucht ihr euch was aus. Auch da sind wir relativ flexibel, können Sachen tauschen. Und wir bringen die Zutaten mit, bio, regional, saisonal. Wir kommen her und erklären euch, wie ihr die Sachen zubereitet. Das heißt, wir kochen nicht, sondern wir lassen euch kochen. Wie unkompliziert man vegan kochen kann. Wir nennen es Koch-Lern-Party, weil wir auf diesen Partys halt jede Menge Spaß auch haben und es einfach nur toll ist. Für uns ist es toll, für die Gäste war es bisher immer toll. Wenn das Essen fertig ist, verlassen wir euch. Das heißt, ihr esst im Kreis eurer Freunde. Ja, das solltest du dann aber auch sagen. Und ihr werdet begeistert sein, ne? Ihr werdet begeistert sein, vielleicht eventuell. Ihr werdet auf jeden Fall begeistert sein. Sehr gut. ja, genau. So ist das. Genau. Das Curry hat jetzt 10 Minuten
leise vor sich hingeköchelt. Also das muss nicht auf voller Stufe richtig blubbern kochen. Das muss halt so ein bisschen vor sich hinköcheln. Was man hier bei diesem kräftigen Curry auch noch sehr gut machen könnte, wäre ein paar Rosinen dazu. Gerne könnte man auch so ein Schälchen Sojajoghurt daneben stellen und jeder macht sich noch so ein bisschen so ein Klacks Sojajoghurt dazu. Wie flüssig ihr das Curry mögt, bestimmt ihr selber, indem ihr Wasser dazu gebt. Und natürlich wird das Curry am Ende auch noch abgeschmeckt, ein bisschen mit Salz und Pfeffer. Aber auch da ist natürlich das euren Geschmacksnerven überlassen, wie gern ihr das mögt, wie salzig, wie scharf. Ja. Und somit ist das Curry schon fertig. Ein veganes Curry. Genau, also in ganz 10 Minuten. Einfach, schnelle Zubereitung, gesund, vegan, lecker. Okay, nun wollen wir das Ganze natürlich auch essen, was wir gekocht haben. Den Reis haben wir hat Nils am Anfang schon gekocht, den haben wir jetzt schon mal vorbereitet, in diese schöne Warmhalteschale. Dann haben wir natürlich noch so eine schöne Schale mit Teelicht drin, wo wir das Curry reingeben. Duftet herrlich. Schauen wir gleich, ob uns das auch so schmeckt. So, dann stellen wir das hier drauf. Wie gesagt, vorhin habe ich den Lauch geschnitten, ne? Den als Deko rübergeben, das schmeckt auch wirklich sehr lecker. Und was Nicole vorhin schon sagte, man kann natürlich ein bisschen Sojajoghurt draufgeben, das macht es sehr mild. Also wenn man jetzt vielleicht in der Gruppe isst und der eine sagt, oh, ich hätte lieber noch Chili dazu, ne? Dann bitte auf den Teller draufhauen. Und der andere sagt, ach nee, ein bisschen milder wäre besser, ne? Dann ein bisschen Sojajoghurt drauf, ne? Braucht man das nicht alles drunter verrühren. So, dann wünsche ich guten Appetit. Dankeschön. Du hast sehr viel gekocht. Genau, heiß ist auch. Also wir haben nicht kalt gekocht. Das sieht echt gut aus. Sehr lecker. Schmeckt super. Auch der Fleischersatz. Perfekt. Perfekte Kombination. Sehr lecker. Genau, ich würde sagen, ich brauche ein bisschen Reis. Wollen wir Aubergine? Da. Für mich könnte noch ein bisschen Salz dran, aber ansonsten sehr, sehr lecker. Sehr gut. Sehr gut. Also sehr ihr lecker. Könnt den nachkochen. Auf jeden Fall solltet ihr das. Weil das wirklich fantastisch schmeckt. Ja, sehr, sehr lecker. Sehr lecker. Wir danken dir. Gerne. Vielen Dank. Okay. Wir kommen wieder.